Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Ultra Bonus wurde endlich angekündigt. Alle Details erfahrt ihr jetzt im Video. Wir waren gestern live, haben drauf gewartet und ja, es kam einfach nichts. Grüße gehen raus an alle, die gestern mit dabei waren. Wir waren an einer Stelle fast 1000 Leute live. Das war schon krass. Wir haben aber leider umsonst gewartet. Wir, also ich und die 1000 Leute. Denn gestern kam nichts von Niantic. Die Ankündigung kam erst um 2 Uhr in der Nacht ungefähr. Also wir hätten da noch lange warten können. Aber jetzt ist es da. Was ist genau? Das schauen wir uns jetzt an. Der Ultra-Bonus und Jirachi. Jirachi-Quest ist am Start. Genau bis zur Quest und alle Stufen und alle Aufgaben im nächsten Video. Aber Ultra-Bonus, der war ja an sich schon bekannt. So grob wurde der schon angeteasert von Niantic. Und jetzt haben sie alle Details bekannt gegeben. Der ist geteilt in 3 Wochen, 3 Stufen. Ja, hat es in sich. Zuerst einmal gibt's die Cognito in den 10 Kilometer Eiern. Die Buchstaben U, L, T, R und A. Zusammen ergibt es Ultra. Mir fehlt ein Buchstabe und zwar das L. Ja, ich werde versuchen ein paar zu brüten, aber ich weiß noch nicht, wie viele Inkubatoren ich dafür raushauen werde. An sich kann man sich auch einfach ein L dann tauschen von irgendjemandem, der das brütet. Also das hat jetzt nicht so eine Notwendigkeit, um eine Menge zu brüten, sage ich mal. Im Teaser wurde angekündigt, neue Johto-Pokémon, die es bisher noch nie in Eiern gab. Ich hatte mir im Video ja die ganzen Gen 2 Pokémon angeschaut und hatte da echt nichts gefunden, was hätte da reinpassen können in die Beschreibung. Aber ja, stimmt, Incognito, noch nie in den Eiern gewesen, Gen 2. Dann gibt's, genau wie letztes Jahr, die Rückkehr von Raikou, Entei und Suicune, also von den Raid Day Pokémon. Letztes Jahr, Arctos, Zapdos, Lavados hatten ihren Raid Day und dann sind sie nochmal wiedergekommen, was einige nicht so erfreut hat, weil die gesagt haben, hey, wieso bin ich jetzt so abgegangen beim Raid Day, wenn sie eh wiederkommen? Aber das war klar, gönnt euch also noch irgendein Shiny, das ihr verpasst habt, oder noch ein gutes, oder noch mehr Shiny zum Tauschen. Wie gesagt, ich brauche immer noch Suicune. 98 oder 100. Und noch ein Entei, oder Raikou war das? Raikou, glaube ich. Ne, Entei. Noch ein Shiny Entei zum Tauschen wäre nicht schlecht. Dann gibt es zusätzlich noch 2 neue Shiny. Mein alter Kumpel Skogler und Visor. Während der ganzen 3 Wochen gibt es auch einen Brütbonus und zwar Inkubator doppelt so schnell. Was Sinn macht, weil alle Boni haben was mit Brüten zu tun. Das sehen wir jetzt zum Beispiel bei der 2. Woche. Woche Nummer 2. Man kann regionale aus den 7ern brüten, genau wie letztes Jahr. Aber, bisschen enttäuschend, keine neuen regionalen. Also keine von Gen 2, kein Skagaborn, kein Corazon. Nur Tauros, Kangama, Porenta und Mr. Mime, Pantimos. Dafür gibt es sie aber alle in Shiny. Shiny regionale sind am Start. Das heißt natürlich, ihr könnt die auch wild fangen. Das heißt, wenn ihr Pantimos hier anklickt, hier in Europa, der kann natürlich auch Shiny sein. Also ihr müsst nicht extra aus dem Ei einen Shiny Pantimos brüten. Die gibt es auch wild. In Australien dann halt irgendwie Shiny Kangama wild und so weiter und so fort. Und was mich viele gefragt haben, nein, das Ei muss nicht aus dem Land kommen. Also ihr müsst kein australisches Ei öffnen für ein Kangama oder ein amerikanisches für Tauros. Und Deoxys, alle Formen kommen wieder für eine Woche in den Raids. Das heißt jetzt dann nach Rayquaza kommen erstmal die ganzen Raubkatzen für eine Woche, dann kommen alle Deoxys-Formen für eine Woche und dann, Woche 3, Shiny Mewtwo. Oh, was? Ja man, Shiny Mewtwo. Shiny Mewtwo kommt für eine Woche, das wird auf jeden Fall abgehen. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Und Gen 5 kommt auch, das mit dem Da Vinci Code hat gestimmt, Gen 5 kommt. Und das Krasse ist, direkt Shiny. Die kommen direkt Shiny, 3 neue sind das. Ist einmal Bronze 2.0. Irgend so ein Hund und irgend so ein Biber. Die kommen auch alle drei direkt Shiny und wie gesagt Shiny Mewtwo. Puh, die Woche wird abgehen. Dann gibt es noch ein paar Konter gegen Mewtwo in den Raids, aber ja, nicht wirklich interessant. Schon nicht schlecht, also es werden 3 krasse Wochen. Wie gesagt, man kann eine Menge brüten jetzt für die Shiny Regionalen und die Inkognitos. Ich meine, bei den Inkognitos, wie gesagt, ich werde da nicht so abgehen. Shiny Regionale kann man versuchen. Sollte man wahrscheinlich versuchen. Ich weiß nicht, mit dem Brüten habe ich jetzt nicht so viel Glück. Ich hatte jetzt auch kein Shiny Mobile, obwohl ich 400 Eier gebrütet habe. Also, schauen wir mal, wie viel ich da brüten werde. Raiden werde ich ein bisschen. Also bei Mewtwo werde ich natürlich abgehen, aber die Oxys, schauen wir mal, wie die Begeisterung ist und wie oft die da auftauchen. Die verschiedenen Formen ist ja viel verschiedener. Also, wird schon schwierig. Und dann die Raubkatzen, die kann man eigentlich überspringen, vor allem wenn man die Pässe sparen will für Shiny Mewtwo. Außer, wie gesagt, euch fehlt noch irgendein Shiny, dann gönnt euch.
Schon nicht schlecht, auf jeden Fall die 3 Wochen kann man mitnehmen. Ja Mann, das war der Ultra-Bonus, darauf haben wir gestern gewartet. Jetzt wissen wir Bescheid. Euch viel Spaß, viel Erfolg. Ja, in 2 Wochen fängt das erst an, also noch einmal Zeit. Das war's von mir Leute, schreibt in den Kommentaren eure Meinung zum Ultra-Bonus. Worauf seid ihr richtig gespannt, was hat euch überrascht? Seid ihr gehypt für Shiny Mewtwo? All das in den Kommentaren. Ansonsten immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.